Ja, das ist natürlich ein Problem, denn ich kann leider. Doch, das klappt ja. Ha, perfekt. Hier wird es ja richtig dargestellt. Na wunderbar. Party oder Hasseln ist das Thema heute, Leute. Party oder Hasseln. Drei Punkte werden wir heute ansprechen. Weiterbildung, Arbeit, Beziehung. Was tun am Wochenende? Herzlich willkommen auf diesem Livestream oder zu diesem Livestream. Und wir warten noch ganz kurz, bis ein paar mehr Teilnehmer am Start sind. Also bis noch ein paar mehr angehende Kapitalisten und die, die es werden wollen oder die es schon sind, hier online sind. Und ja, dann legen wir fleißig los. Ich habe wieder so einen kleinen Rahmenplan, den ihr hinten einsehen könnt. Und natürlich werden wir auch zwischendurch ganz viele Fragen beantworten. Also keine Sorge, dafür bleibt genug Zeit. Wir werden pünktlich heute um 7:45 Schluss machen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr so an eurem Wochenende gemacht habt oder noch macht. Ja. Okay, wir haben schon genügend Zuschauer. Manche kenne ich auch schon von Facebook hier. Matthias zum Beispiel. Martin ist auch immer am Start. Okay, wunderbar, dann legen wir mal los. Also, ihr könnt mal gerne schreiben, um das Ganze so ein bisschen ins Rollen zu bringen, was ihr dieses Wochenende alles gemacht habt. Ja, das könnt ihr so in die Kommentare bei YouTube schreiben. Ich gucke dann immer wieder zwischendurch rauf. Und ansonsten werde ich jetzt erstmal so ein paar Grundfragen stellen. So ein paar Grundfragen, die absolut wichtig sind, wenn es um das Thema geht, Party oder Hustlen am Wochenende. Ja, und damit ich sozusagen auch ein bisschen in Stimmung komme zu diesem Thema, habe ich mir auch natürlich erstens hier gleich mein Lieblingsbier geholt, Desperados. Ja, also damit ich immer schön Energie habe. Legen wir mal los. Ganz einfach. Wenn man finanzielle Unabhängigkeit erreichen möchte, also aus diesem klassischen Hamsterrad ausbrechen, finanzielle Unabhängigkeit. Gerald Hörhahn wird das nächste Woche auch nochmal für uns ganz genau definieren im Interview, was wir dann hochladen. Ist ja im Endeffekt der Zustand, den ich erreicht habe, wenn ich aus meinen passiven Investments oder aus einem Business oder aus sonst irgendwas so viel Vermögen angehäuft habe und so viel Einkommen aus diesem Vermögen beziehe, dass ich nicht mehr von morgens bis abends arbeiten muss. Ja, weil die meisten Leute werden bis zur Rente, ja, und sogar teilweise noch darüber hinaus, 5 Tage während der Woche, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und sogar immer mehr auch Samstag, eintauschen gegen 1 oder 2 Tage Wochenende. Das ist meiner Meinung nach ein sehr schlechter Deal. Und wenn man aus diesem Hamsterrad ausbrechen möchte, dann muss man meiner Meinung nach ganz, ganz klar eine große, große, große Menge Arbeit investieren und einfach mehr tun als andere, mehr lernen. Und das bedeutet, dass man während des Wochenendes vor allem am Hustlen ist. Hustlen ist eigentlich so ein amerikanischer Ausdruck. Der steht für schnell und dringend erledigen. Ja, es wird auch immer so in der nicht ganz so seriösen Branche verwendet, aber er passt immer ganz gut. Und ich meine mit Hustlen einfach, dass man einfach genau diese drei Dinge unternimmt. Das heißt Weiterbildung, Arbeiten und Beziehungsaufbau. Ja, Beziehungsaufbau, das werden wir als letztes so ein bisschen besprechen. Das ist etwas, was man am Wochenende super tun kann. Ja. Hier schreiben jetzt schon die Ersten auch, was sie alles erledigt haben. Das ist schon mal sehr super. Dann gucke ich mir das nachher auch mal genau alles an. Ja. Und ihr müsst jetzt immer wissen, die meisten Leute, die werden halt am Wochenende vor allem chillen, irgendwelche Serien gucken, sich mit Freunden treffen, das Leben genießen und so weiter, weil sie die Einstellung haben. Das ist auch vollkommen okay, dass sie als hart gearbeitet haben während der Woche und dass sie sich jetzt dafür belohnen müssen, weil sie tauschen ja 5 Tage gegen 2 Tage ein. So,
Und es gibt einen sehr guten Spruch in Bezug auf Erfolg und Business und so weiter, der besagt, wenn du halt finanziell unabhängig werden willst, dann musst du ein paar Jahre lang sehr, 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 sehr hart arbeiten, ja, um dann Dinge zu tun, die andere halt nicht tun wollen. Und dann kannst du nach einer gewissen Zeit Dinge tun, die andere niemals tun können. Ja? Und deswegen ist meine ganz klare Meinung an diesem Punkt, man sollte am Wochenende nicht viel Zeit mit irgendwelchen Partys und so weiter verbringen. Warum? Warum ist das so wichtig? Nun, ihr wisst es ja selbst, ja, du ziehst dir einige von diesen Dingern zu viel rein. Was passiert am nächsten Tag? Du liegst einfach nur da, kommst erst um 14, 15 Uhr aus dem Bett und bist einfach ja, nicht irgendwie in der Lage dazu, richtig proaktiv an dir zu arbeiten. Und was ich zum Beispiel immer mache am Wochenende, als eine der wichtigsten Eckpfeiler ist Lesen, Weiterbilden. Ja? Lesen, Lesen, Lesen ist eine der wichtigsten Dinge, weil durch Lesen erweitert ihr euer Gefäß, indem ihr dann wachsen könnt. Also indem ihr sozusagen das, was ihr ausübt, dann immer besser und besser und besser ausüben könnt. Ja? Lesen nicht nur unbedingt Sachbücher, so wie diese jetzt hier, die ich gerade zeige. Es können auch Romane sein, aber Hauptsache am Wochenende sich in Ruhe mal hinsetzen und ruhig 2-3 Stunden am Stück einfach lesen. Ja? Das ist ganz wichtig. Erster Punkt zur Weiterbildung. Ja? Dann natürlich, die ersten schreiben es auch schon, ja. Hier, Arthur zum Beispiel, habe für 2 verschiedene Prüfungen gelernt und ein neues Marketingbuch angefangen zu lesen. Also genau das meine ich, ja, dass man halt anfängt, sich nicht nur fortzubilden, indem man liest, sondern dass man auch mehr macht, als im normalen Studium gefordert wird und in der Ausbildung. Weil, das ist ganz einfach, guckt mal auf den zweiten Punkt, der steht, Arbeit. Ne? Je mehr ihr euch weiterbildet, desto mehr Möglichkeiten habt ihr dann auch zu arbeiten. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja? Wenn ihr einfach an euch arbeitet, wenn ihr euch weiterbildet, dann seid ihr für euren Arbeitgeber extrem viel nutzbringender, kann man das so einfach auf Deutsch sagen. Und er kann einfach viel mehr auf eure Dienstleistung zurückbringen. Das heißt, ihr könnt einfach viel mehr Wert schaffen, wenn ihr euch weiterbildet. Das ist der wichtigste Punkt. Ja? Ich lese noch mal kurz, was die erste Staffel Game of Thrones reingezogen. Seht ihr, das ist auch eine Möglichkeit. es ist nur so, dass in der heutigen Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch oder irgendwo hat, ja, oder irgendwo ein Unternehmen angestellt ist, ich habe ja nicht so viel Ahnung vom Angestellten-Dasein. Deswegen kann ich hier nur begrenzt Tipps geben und so. Aber in der Zeit, wo ich Angestellter war, ja, da habe ich immer wieder erfahren, dass die meisten Leute auf Arbeit eigentlich im Prinzip ziemlich demotiviert die ganze Zeit waren und immer nur das Mindeste gemacht haben. Immer nur das, was gerade so notwendig war und dann wieder sozusagen zum Wochenende schon hingeschielt haben, so wann ist endlich Wochenende und das war's. Das heißt, du hast die unglaubliche Möglichkeit, ja, am Wochenende nur 1 oder 2 Stunden mehr zu machen, etwas für die Arbeit zum Beispiel vorzubereiten oder fürs Studium und dich dadurch schon abzuheben von den anderen. Und das solltest du nicht irgendwie verschwenden, indem du das ganze Wochenende irgendwie einfach irgendwas anderes machst und im Prinzip ja nicht an dir arbeitest. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, den ich klarstellen will und dann können wir uns schon gleich ein bisschen den Fragen widmen. Der ganz, ganz, ganz wichtige Punkt, da kommen jetzt Leute und sagen, ja, Kolja, aber man muss sich ja auch mal was gönnen und wozu lerne ich denn überhaupt die ganzen Sachen das bringt mir doch alles nichts, ja? Ich meine, ich will doch auch mal das Leben genießen und ich will mich doch auch mal belohnen und so weiter, ja? Aber ich will euch jetzt ganz, ganz kurz was ganz Wichtiges zeigen, ja? Ich mal das kurz auf. So, Sekunde. Dann wisst ihr, was ich meine, ja? Also,
Das Thema sozusagen, ja, man muss sich doch belohnen, man muss doch auch mal das Leben genießen, einfach mal die Seele baumeln lassen und so weiter. Das stimmt natürlich, ja. Aber die Frage ist, wie viel willst du, wenn du so immer deine Seele baumeln lässt, dann baumelst du halt irgendwann dadurch dein ganzes Leben. Und dann wirst du auf keinen Fall finanziell unabhängig, das kann ich dir versprechen, ja. Weil, und das ist so das allgemeine Thema. Hier, deswegen habe ich jetzt auch hier dieses Bier aufgemacht, Desperados, ja. Das ist quasi ein kurzfristiger Konsum. Ja? Während ich sozusagen hier spreche, genieße ich richtig das kühle Bier. Es ist ein kurzfristiger Konsum und der macht mich sehr glücklich, zufrieden. Der Alkohol, der da drin ist, der berieselt so ein bisschen meine Sinne. Das heißt, wenn ich jetzt hier den ganzen halben Liter ausgetrunken habe, ihr müsst wissen, ich vertrage nicht so viel, dann kann es sein, dass ich auch unter Umständen Dinge sage, die ich morgen bereue oder so. Wenn ich dann immer mehr von dem Bier trinke und dann aus einer Dose wird auf einmal zwei und dann drei und dann vier und dann fünf, ja, dann habe ich zwar dieses kurzfristige High, das dauert ein paar Stunden und so weiter, aber am nächsten Tag fühle ich mich scheiße und meistens habe ich ein schlechtes Gewissen, ja. Wenn ich aber mich weiterbilde, ja, wenn ich sozusagen lerne, und dann Dinge verstehe, Zusammenhänge verstehe, über dem, was ich normalerweise tun muss, ja, dann habe ich ein ganz anderes Glücksgefühl, ein ganz anderes Glücksempfinden und eine ganz andere Zufriedenheit, ja. Und das Wahre, es gibt ja so diese Philosophie, das schreiben auch häufig Leute und erzählen mir immer Leute im Gespräch so von wegen so, ja, das wahre Glück und die wahre Zufriedenheit liegt in den kleinen Dingen im Leben. Ja, in den kleinen Dingen im Leben, ach, wenn ich einfach auf der Straße stehen bleibe und mal eine Blume nehme und einfach nur an dieser Blume kurz rieche, das sind doch die schönsten Dinge im Leben. Was für ein verdammter Bullshit ist das denn bitte? Das ist meiner Meinung nach eine Lebenseinstellung, die sich im Prinzip, wo die Menschen sich selbst aufgegeben haben. Ja, weil das wahre Glück und die richtige Zufriedenheit, die kommt immer dann. Überlegt mal, geht mal in eurer Vergangenheit zurück. Die wahre Zufriedenheit, das wahre Glück kommt immer dann, wenn man irgendwas erreicht hat, auf das man stolz sein kann. Wenn man zum Beispiel gelernt hat und den Führerschein bestanden hat, ja. Ich habe zum Beispiel die erste Führerscheinprüfung versemmelt. Dann musste ich nochmal eine Nachprüfung machen, musste ich nochmal alles machen. Ich habe schon überlegt, ob ich es überhaupt abbreche. Und dann habe ich aber den Führerschein in der Hand gehabt. Und wie sehr hat man sich dann gefreut? Ne? Hast du dich mehr gefreut, den Führerschein zu haben oder einfach ein Bier zu trinken? Ne? Oder aber die schon ein Studium oder eine Ausbildung abgebrochen haben, wie habt ihr euch gefreut, ja, als ihr das Zeugnis bekommen habt, als ihr ein Studium abgebrochen habt? Oder wie sehr freut man sich, wenn man ein Buch ausgelesen hat und was verstanden hat, was man umsetzen kann. Oder wenn man an einem harten Projekt gearbeitet hat, ein ganzes Jahr lang, immer mehr und mehr, und dann auf einmal hat man einen Job bekommen. Ja? Und das natürlich dann auch noch, und da kommen wir dann im letzten Punkt dazu, Beziehungen mit anderen Menschen zusammen, wenn man mit anderen Menschen zusammen erreicht hat. Was glaubt ihr, worüber freuen sich zum Beispiel Fußballspieler mehr? Was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass jetzt zum Beispiel bei der WM 2014, wo ja unsere Jungs die WM gewonnen haben, glaubt ihr, die haben sich mehr gefreut über das Bier und die Party, nachdem sie gewonnen haben? Glaubt ihr, die haben sich wegen der Party gefreut, so dass sie so gut gespielt haben, einfach nur damit sie danach saufen können und irgendwie so viel Geld verdienen? Oder glaubt ihr etwa, dass sie nicht vielleicht deswegen sich so gefreut haben, weil sie endlich Weltmeister geworden haben, weil endlich nach diesen ganzen Jahren, wo Schweini und Philipp Lahm und so weiter und diese ganze Generation, dass sie endlich den Titel sich erarbeitet haben. Glaubt ihr nicht, dass das die größte Freude bei ihnen ausgelöst hat? Und was ich damit einfach nur sagen will, ist, dass dieses ganze Weiterbilden, Arbeiten, Beziehungsaufbau, Lernen und so weiter, Da verzichtet ihr auf nichts. Im Gegenteil, ihr habt dadurch ein viel größeres Glücksempfinden, als wenn ihr einfach nur konsumiert. Weil dieser Konsum ist einfach nur kurzfristig, es ist ein Gefühl, die Sinne werden ein bisschen benebelt und dann ist das Ganze wieder vorbei. Ja, dann ist wieder, jetzt ist es gerade 7:15 erst,
dann ist nachher, kurz bevor ihr ins Bett geht, denkt ihr schon, oh, morgen ist wieder Montag, geht das Ganze wieder los. Dann wacht ihr montags morgens auf, so ungefähr, und denkt, guckt auf den Wecker, oh, kein Bock aufzustehen, ja. Aber wenn ihr euch weitergebildet habt, wenn ihr gearbeitet habt, wenn ihr gelernt habt, auf einmal freut ihr euch dann auf Montag. Wie pervers ist das denn? Auf einmal freut ihr euch auf Montag, dass Montag irgendwie wieder eine weitere Möglichkeit ist, euer Wissen zu vertiefen in der Uni oder auf Arbeit irgendwas anzuwenden, was ihr gelernt habt. Ja? Also das ist so die wichtigste Message von heute, die ich euch mitgeben will, dass ihr im Prinzip das Wochenende nutzt, produktiv, um an euch weiterzuarbeiten, um kleine Schritte zum Erfolg zu machen. Und dann sind wir mal ganz ehrlich, ja, natürlich ist dann auch irgendwann der Zeitpunkt gekommen, um irgendwie mal Party zu machen, um richtig die Sau rauszulassen. Ich zum Beispiel, ich heirate ja dieses Jahr. Was glaubt ihr, wie ich da auf den Putz hauen werde? Wir heiraten sogar zweimal, also sozusagen jetzt nicht zwei unterschiedliche Frauen, aber ich heirate einmal in Österreich und einmal hier auf Malle, weil ich einfach richtig es krachen lassen werde, ja? Aber es vergeht trotzdem kein einziges Wochenende, glaubt mir, es vergeht kein Wochenende, an dem ich nicht kleine Schritte mache, um weiter zum Erfolg zu gehen. Ja? Und nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ja, ich musste hier 50 Muskelgruppen ungefähr auf Latein lernen. Ja? Ich musste 50 Muskelgruppen auf Latein lernen für meine Prüfung zum Fitnessfachwirt. Ja? Und das war jetzt nicht unbedingt so spannend. Da hatte ich irgendwie nicht so einen Bock. Und ihr werdet das vielleicht auf euer Studium beziehen können. Vielleicht studiert ihr BWL oder was weiß ich. Und dann werdet ihr ganz viele verschiedene Sachen lernen über Mikroökonomie und Makroökonomie und Bilanzierung und so weiter. Und ihr werdet denken, oh, wie langweilig ist das denn? Das ist ja so trocken. Ich wollte eigentlich nur ein Unternehmen gründen und jetzt muss ich so tausende Sachen lernen und so weiter. Ne? So. Und dann, was habe ich gemacht? Ja. Ich habe mir sozusagen die Muskelgruppen auf Latein angeguckt, habe dann auch noch Ansatz und Ursprung dazugelernt auf Latein und habe mir sozusagen in Atlas hier dieses Ding gekauft, den Muskelguide, ja. Und dann habe ich gelernt, zum Beispiel, wie ist das denn bei den Übungen, ja? Also welche Muskelgruppen werden genau bei welchen Übungen trainiert? Hier zum Beispiel Kurzhantel drücken auf der Schrägbank, ja, da wird nicht nur der Brustmuskel trainiert, und dann habe ich auf einmal noch den vorderen Sägemuskel, und dann musste ich vorderer Sägemuskel erstmal bei Google gucken, was ist der lateinische Name, und zack, hatte ich sogar dann am Ende viel mehr als 50 Muskelgruppen gelernt, ja, und ich wusste in der Prüfung einfach viel mehr, als ich überhaupt wissen musste, und es hat auch noch sogar Spaß gemacht, ja, das heißt, was will ich damit sagen? Wenn ihr am Wochenende mehr lernt als eure ganzen anderen Kommilitonen, dann seid ihr nicht die, die dann irgendwie so da sitzen in der Prüfung oder so irgendwie die ganze Zeit nur so gelangweilt, ein Buch ist eine Scheiße, bla bla bla, sondern habt ihr gleich noch drei Bücher mehr gelesen. Ja? Und es macht auf einmal Spaß. Das Studium kann tatsächlich Spaß machen. Ja? Naja, das wollte ich einfach nur so an diesem Punkt einfach mal klar machen. Ich glaube, es ist rübergekommen, was ich meine. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, in der Schule ist nochmal so ein extra Ding. Ja, also ihr müsst auch wissen, wenn ihr jetzt noch zur Schule geht, ja, und diesen Livestream jetzt guckt, dann seid ihr mir schon voraus. Ey, dann seid ihr mir schon voraus. Ich habe finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit vor meinem 29. Lebensjahr erreicht, weil ich irgendwann mit Anfang 24 die Entscheidung getroffen habe, jetzt will ich es, jetzt will ich wirklich durchstarten, jetzt will ich aus meinem Leben was machen. Ja? Und dann habe ich nicht 40 Stunden, nicht 50 Stunden, nicht 60 Stunden gearbeitet, sondern 80 Stunden pro Woche und mehr teilweise habe ich an meinen ganzen Projekten, an mir gearbeitet, ja. Und es hat 5 Jahre gedauert nur.
Ja, natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, das ist klar. Natürlich wird es nicht jeder so schnell schaffen, aber manche von euch, die jetzt noch zur Schule gehen und die richtig reinhauen, die werden es sogar viel früher schaffen. Ich habe in der Schule mich um nichts von diesem ganzen Scheiß gekümmert. Das heißt, eure Motivation, wenn ihr jetzt noch zur Schule geht, ist vielleicht nicht die, dass der Schulkram sonderlich spannend ist, sondern dass sozusagen ihr einfach die Motivation habt, dass ihr schon früher anfangt, euch damit zu beschäftigen, als ich. Ja. Ihr könnt auch die Schule einfach dazu nutzen, indem ihr einfach eure Lehrer und eure Mitschüler und so weiter, indem ihr das als Herausforderung seht. Ja, also Dinge, die man nicht lernen will. Ja, dass man einfach zum Beispiel sich überlegt, okay, wir machen jetzt die vierte oder fünfte Scheiß-Gedichtsanalyse. Ja, dann könnt ihr aber einfach mal bei Wikipedia nachgucken, was wollte dieser verfluchte Kafka oder wer auch immer überhaupt mit diesem Gedicht sagen. Dann könnt ihr zu denen recherchieren, ja, und dann könntet ihr zum Beispiel im Unterricht dann sagen, wisst ihr, ich glaube, dass einfach dieses Gedicht einfach nur ein Beweis dafür war, was für ein unglaublich krasser Loser Franz Kafka war damals, ja. Der hat einfach nichts auf dem Kasten gehabt und deswegen hat er ständig diese melancholische Scheiße geschrieben. Und dann begründest du das aber gut vor deiner Lehrerin, indem du ihr halt erzählst, was du über Franz Kafka gelesen hast bei Wikipedia oder so. Und du wirst dafür nicht unbedingt eine schlechte Note bekommen. Du hast einfach halt eine andere Position und so weiter, solange du gut argumentierst. Das heißt, du musst dich nicht immer mit dem Stoff nur beschäftigen, der im Unterricht stattfindet. Ja? Lead the Field ist sehr gut. Ja, hier hat gerade Thomas erwähnt, bester Stoff überhaupt, Lead the Field von Earl Nightingale. Ja, das habe ich ja schon letzte Mal hier gesagt im Livestream. Ich kann doch nicht sagen, bei 25 geht es um so und so und so, wenn ich noch gar nicht weiß, wann das, was ich jetzt in Zukunft sagen werde, beim Livestream genau passiert, Leute. Ne? Aber so viel dazu. Ja, also wenn ihr diese Argumentation für Lehrer nicht zufriedenstellend ausführen könnt, dann liegt es einfach an der mangelnden Flexibilität der Lehrer. Aber gute Lehrer werden immer interessiert daran sein, wenn ihr andere Standpunkte einbringt, solange sie gut begründet sind. Ihr müsst halt gut argumentieren, das ist ganz wichtig, ja? Guckt mal mich an, ich habe jetzt schon so ein halbes Bier hier getrunken und ihr könnt mir irgendein Schulthema geben, irgendwas, ja? Auch wenn ich wenig Ahnung davon habe, ich kann mich ziemlich schnell in ein Thema einarbeiten und dann, solange ich dafür richtig argumentiere, ja, kann man mir dafür keine schlechte Note geben. So einfach ist das. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel gerade euch die Idee verkauft und argumentiert, warum es besser ist, am Wochenende sich weiterzubilden und zu arbeiten, ja? Weil ich gesagt habe, dass Lernen und Weiterbildung und auch mehr Geld verdienen und so weiter mehr Spaß macht, mehr im Leben zu erreichen, als nur kurzfristig zu konsumieren, ja? Und jetzt soll einfach irgendein Partylöwe mal ankommen und dagegen argumentieren, was bitte geiler ist, wenn er einfach sich ein paar Bier reinzieht und dann irgendwie über die scheiß Wirtschaftslage heult mit seinen Kumpels und sich danach zu Hause noch einen runterholt. Also da kann er einfach meiner Meinung nach nicht wirklich gut argumentieren. Ja, das heißt, ihr könnt euch im Leben natürlich immer das raussuchen, was für euch passt. Ja, solange ihr es gut argumentiert, habt ihr auf jeden Fall könnt ihr auf jeden Fall schon mitreden. Was machst du dann, wenn du finanziell schon unabhängig bist? Chillen oder weitersparen? Das ist ja das Lustige, Alexander. Ne? Natürlich spare ich auch weiter, aber ich investiere vor allem. Ich investiere vor allem sehr viel. Ich spare nicht so viel. Wir haben so ein Sparkonto, da ist, muss ich mal meine Freundin fragen, ich glaube, da ist so zwischen 4.000 und 5.000 Euro, mehr ist da nicht drauf. Also so, dass zum Beispiel, wenn jetzt angenommen, alles würde
ich würde gar kein Geld mehr verdienen und nichts, dann könnte ich trotzdem 2 Monate Miete zahlen, Essen holen und so weiter durch das auf dem Sparkonto. Mehr brauche ich nicht. Der Rest ist alles investiert irgendwo. Ja? Und das ist ja gerade das Lustige. Schaut mal, ich bin finanziell unabhängig und das sage ich euch ehrlich. Ja? Ich bin zwar kein Multimillionär, aber ich müsste nicht morgen früh um 8 irgendwie aufstehen oder so. Ich könnte morgen ist Montag, da ist schönes Wetter wieder hier. Ich könnte den ganzen Tag ausschlafen bis 17 Uhr. Ich könnte mir auch Game of Thrones rein. Ich könnte machen, was ich wollte. Aber weil mir das so viel Spaß macht, alles. Weiterentwicklung, arbeiten, mit euch zusammen irgendwas neu machen, nach Wien fliegen zu Gerald Hörhan oder jetzt nach Berlin fliegen, ein paar Videos machen und so weiter. Weil mir das so einen Spaß macht, weil es einfach viel erfüllender ist, mache ich es natürlich weiter. Ja, und ich kann dann aber natürlich wohl dosiert, kann ich mir natürlich Sachen raussuchen und ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne auch alle Serien, ja. Ich habe Breaking Bad geschaut, komplett alles. Ich habe The Walking Dead, bin ich großer Fan, geht glaube ich morgen auch weiter. Spartacus habe ich die ganze Serie, alle Folgen geguckt, fand ich auch eine sehr geile Serie. Ich gucke auch ganz viele Filme, und so, aber ich habe halt eine gesunde Mischung. Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Samstag ist oder ein Sonntag, okay, ich sage euch einfach mal, was ich heute gemacht habe. Heute ist Sonntag, richtig? So, ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich glaube, wann bin ich heute aufgestanden? Ich lag im Bett, um 7 bin ich aufgewacht und habe ich auf dem Handy Shark Tank geguckt, Serie, ja? So, dann bin ich irgendwann, um 8.30 Uhr aufgestanden und bin erstmal mit dem Hund rausgegangen. So, schön in die freie Natur und so weiter. Dann bin ich zurückgekommen, habe mit Sohn und Frau Frühstück gegessen, Kaffee getrunken und so weiter. Dann bin ich hochgegangen und habe das Video gemacht über The American Dream, was ich ja auch hochgeladen habe. Schaut es euch unbedingt noch an, habe ich heute hochgeladen hier. Dann, als ich das gemacht habe, fertig war, ist das Video sozusagen, hat der Computer das rausgerendert und in der Zeit bin ich dann mit meinem Sohn, das ist dann das Thema Beziehung und so, bin ich mit meinem Sohn zum Strand gegangen, haben Steine ins Wasser geworfen, an der Klippe und so weiter. Das heißt, dann habe ich im Prinzip das gemacht, dass ich mich belohnt habe, dass ich Spaß gehabt habe, dass ich Zeit mit der Familie verbringe und so weiter und so fort. Ja? Dann habe ich auch schön Schokolade mit ihm gegessen, also ein bisschen konsumiert und so weiter. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe Mittag gegessen, ja? Dann habe ich, weiß ich gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe, einfach nur auf der Couch gelegen, bisschen gelesen, einfach nur, also nee, gelesen habe ich noch nicht mal heute, habe mich einfach nur hingeflezt, irgendwas gemacht und dann bin ich Gassi gegangen wieder mit dem Hund, habe ein anderes Video gemacht für einen anderen Kanal, ja, dann bin ich nach Hause gegangen wieder, habe ein bisschen gelesen und jetzt mache ich hier den Livestream. Das heißt, ihr seht am Wochenende zum Beispiel, ich lehne mich auch zurück und mache auch mal gar nichts oder chille. Oder hätte mich ein Kumpel aus Palma angerufen, hier mein Kumpel Markus zum Beispiel, dann wäre ich mit ihm essen gegangen, hätte Spaß gehabt oder irgendwas anderes gemacht. Das heißt, finanzielle Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass man nicht mehr arbeiten geht. Ja? Es bedeutet einfach nur, dass man selber auswählen kann, was man macht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf Arbeit, dann arbeite ich halt nicht und mache irgendwas anderes. Ja, aber weil eben genau das mir persönlich einfach viel mehr Spaß macht, mache ich halt meistens das und fahre nicht irgendwie im Cabrio rum irgendwie hier. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Ja. Ja. Also ich würde nur noch mal jetzt festhalten zu dem Punkt Beziehung und so kommen wir sowieso noch gleich. Ich wollte nur noch mal festhalten, dass ich kein Party-Pooper bin. Also ich bin niemand, der zum Beispiel sagt, man darf nie Party machen. Also überhaupt nicht. Ich will nur sagen, man braucht eine gesunde Mischung davon. Und wenn man auf dem Weg ist, etwas Hartes durchzuziehen und zu arbeiten, dann sollte man nicht zu viel Pause davon machen. Ja? Aber wenn ihr auch meine Fitnessvideos zum Beispiel kennt, dann wisst ihr, dass ich einer von den Leuten bin, die auch gerne Schokoladenkuchen essen, die gerne ein Bierchen trinken und so weiter. Das lasse ich mir auf keinen Fall nehmen. Ja. Visualisierst du eigentlich oder machst du etwas in die Richtung? Eher weniger. Also ich setze mich jetzt nicht hin und schließe die Augen und denke quasi über das nach, was ich machen will und so weiter. Es ist mehr so eine Art, dass ich, während ich arbeite, schon mir vorstelle oder versuche vorzustellen,
wie das Ergebnis aussehen könnte. Aber ich bin nicht so der, ehrlicherweise, das sage ich jetzt ganz klar, ich bin nicht der, der sich so ganz, ganz, ganz feste und bestimmte Ziele setzt. Außer bei den Finanzen ab und zu, ja, da habe ich manchmal ganz konkrete Ziele, aber häufig bei vielen Dingen habe ich jetzt nicht so die krassen Ziele, also jetzt fest spezifisch, weil man ja ganz oft gar nicht weiß, was passiert in der Zukunft. Ja? Und ich versuche einfach immer proaktiv in eine Richtung irgendwas richtig Geiles zu machen. Ja? Und dann meistens ist es so, dass das Ergebnis viel besser ist, als ich mir vorher hätte erträumen können, weil ich einfach auf der Idee ganz andere Ideen habe. Das heißt, ich bin einfach ein Mensch, der, wenn ich mich zu sehr eingrenze auf ein Ziel, dass ich mich manchmal einfach eher zurückhalte. Aber das muss jeder einfach ein bisschen anders machen. Ja? Mein Sohn ist erst 2,5. Das heißt, als wir umgezogen sind nach Malle, da war er gerade 2 und 2 Monate. Das heißt, er hat gar nichts zu melden, ob er hierher ziehen will oder nicht. Kann er gar nicht beeinflussen. Ja? Das ist so wie bei mir früher. Ich musste auch immer ständig irgendwelche Sachen machen, auf die ich keinen Bock hatte. Aber ich denke mal, er wird es hier verkraften. Das Meer ist 2 Minuten zu Fuß zu Hause. Er kann schon sehr, sehr weit die Steine werfen, habe ich ihm schon alles beigebracht. Also ist alles gut hier. Okay, jetzt werde ich noch mal ein paar Fragen beantworten. Also stellt mir alle Fragen, die ihr jetzt wissen wollt, zum Thema am besten Wochenende. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Wie könnt ihr am Wochenende noch mehr rausholen, um euch weiterzuentwickeln? Ich werde jetzt einfach hier mal ein bisschen entspannt mein Bierchen trinken und eure Fragen durchgehen. Kolja, ich bin 15 Jahre alt und möchte gerne anfangen, in Aktien zu investieren. Aber wie ich erfahren habe, geht das erst mit 18. Was meinst du, soll ich tun? Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob du der bist, der mir auch eine E-Mail geschrieben hat vorhin. Ich habe dir gerade geantwortet. Ich würde 2 Dinge vorschlagen. Erstens, mach dir ein Musterdepot. Das heißt, einfach ein imaginäres Konto. Es ist kein imaginäres Konto, aber ein echtes Konto, wo du aber mit Spielgeld handelst. Kannst du nämlich auch mit 15 schon einfach sozusagen die ganze technische Seite kennenlernen. Also wie funktioniert das eigentlich genau mit dem Aktienkauf? Wie sieht das im Depot aus? Was passiert, wenn der Kurs zurückgeht? Wie sieht das dann alles aus? Und welchen Einfluss haben meine Entscheidungen und so weiter und so fort? Und dann, wenn du sagst, du willst jetzt schon etwas zurücklegen, du willst schon irgendwie so einen Wertpapiersparplan machen oder willst schon irgendwie echtes Geld investieren, dann muss das über deine Erziehungsberechtigten stattfinden, was ich auch persönlich sehr gut finde, weil wenn man sich teilweise anguckt, was manche Leute bei YouTube für Tipps geben oder irgendwo bei irgendwelchen Spam-Pop-Ups zum Thema mach jetzt Forex-Trading schon im jungen Alter und keine Ahnung, wo du dann irgendwie 1.500 € Gebühren pro Jahr zahlst, dann ist es auch gut, wenn man das erst ab 18 machen darf, weil da sind die meisten Leute dann doch schon etwas gereifter. Ja, du kannst das zum Beispiel über deinen Vater machen oder über deine Mutter als Erziehungsberechtigten, ja, und dann kann das Depot, wenn du 18 bist, dann auf dich übertragen werden. Das ist auch möglich, ja. Wie viel Prozent von deinem Umsatz generierst du mit deinen E-Books? Die E-Books... Also ich weiß es nicht genau jetzt irgendwie, ob das jetzt 10 oder 20% sind. Also dadurch, dass sozusagen du musst mal gucken, ich arbeite ja in vielen Projekten gemeinschaftlich mit anderen Leuten zusammen, ja. Und der Umsatz, der jetzt zum Beispiel bei den E-Books generiert wird, der geht immer durch drei Leute. Das heißt, da kriege ich nicht alles. Das heißt, meinen persönlichen Umsatz, den erzähle ich in anderen Bereichen viel mehr als jetzt mit E-Books. Aber bei den E-Books, ich würde sagen, ungefähr so 10-15% verdiene ich über die E-Books. Immer wenn wir ein neues E-Book rausbringen, jetzt kommt beispielsweise bald eins über 51 vegetarische Rezepte, dann geht es in dem Monat meistens sehr nach oben. Das heißt, in diesem Monat machen wir, also ich kann ja ruhig mal darüber reden, wir haben zum Beispiel in dem Monat, als wir den Abnehmschlüssel rausgebracht haben, haben wir allein durch ein Kindle-E-Book 10.000 € umgesetzt. Also nur durch ein Buch bei Amazon, nur durch die Kindle-Version wohl bemerkt. Und das heißt, in dem Monat, wo ein Buch rauskommt, kriegt es meistens viel mehr Verkäufe als in den folgenden Monaten. Aber durchschnittlich machen wir mit den E-Books schon einiges an Umsatz insgesamt, ja.
Ja, super. Ah, hier, der eine studiert bei der Bundeswehr und investiert schon mit einem Sold von 2000. Das wird die nächsten Jahre so dauern. Wie kann ich den nächsten Schritt machen für meinen Cashflow? Next Level, ja? Ich würde an deiner Stelle erstmal die Einstellung entwickeln, alles wirklich zu lernen und mitzunehmen aus der Bundeswehrzeit, ja? Und so viel wie möglich aus der Zeit an Geld zu sparen, weil du hast ja keine hohen Ausgaben, du musst ja keine Rentenversicherung, Quatsch, Krankenversicherung oder so weiter Beiträge zahlen. Du musst kein Essen kaufen, während du im Bund bist oder im Einsatz oder so. Du kannst dir alles sozusagen dort ja im Prinzip kostenlos Geld sparen. Es ist eigentlich eine Situation, die du in keinem anderen Job auf der Welt so angenehm hast wie dort. Ich würde an deiner Stelle nicht alles versaufen, so oder so alles auf den Strich lassen, so wie viele, die mit mir dann gedient haben, sondern das Geld gut beiseite legen, gut und clever investieren. Und dann hast du ja auch meistens sehr viel Zeit. Also natürlich jetzt nicht, während du jetzt Dienst hast oder so, das ist klar. Aber wenn du zum Beispiel hinfährst oder wenn du Dienstschluss hast, bei uns war zum Beispiel Dienstschluss dann immer irgendwie so spätestens 17, 18 Uhr ausgenommen von den Übungseinsätzen und von den Übungsplätzen, Truppenübungsplatz und so weiter. In diesen Zeiten kannst du dich weiterbilden und kannst du schon überlegen, was du danach machen willst. Ja? Was ist dein großer Traum? Was ist das, was du sozusagen machen willst im Leben? Ja? Und das sind eigentlich die wichtigsten Dinge. Viel mehr musst du gar nicht machen, meiner Meinung nach. Ja? Wo empfiehlst du ein Aktiendepot einzurichten? Fragt Matthias. Schau mal auf meinen Playlists auf dem Kanal. Da habe ich ein paar Videos dazu gemacht in der Playlist, nämlich welches Aktiendepot und so weiter, weil man kann das nicht pauschal beantworten. Es hängt damit zusammen, wie viel Volumen du insgesamt hast. Das heißt, investierst du jetzt 2000 Euro oder 200.000 Euro? Es hängt damit zusammen, wie häufig tradest du und so weiter und so fort. Tradest du viel ausländische Aktien? Und davon hängt es alles ab. Deswegen schau dir mal meine Videoserie dazu an, dann kannst du dich darüber schlau machen. Meiner Meinung nach sind so die besten Depots, deswegen empfehle ich die auch unter dem Video, sind Comdirect, DAB, Onvista und so. Das sind so die klassischen Adressen, an die man sich richten kann. Ja. Wie kann man so einen Stream machen? Du musst deinen YouTube-Kanal verknüpfen mit einer Webseite, glaube ich. Ja. Und also ein Google Plus Konto hast du ja automatisch. Ich mache das ganz einfach immer. Also ich mache das gar nicht über Google Plus. Google Plus läuft zwar hier im Hintergrund und du musst es dann darüber einstellen, aber ich gehe einfach immer bei YouTube auf den Video Manager und dann steht da auf der linken Seite irgendwo Live-Veranstaltungen. Da klicke ich einfach immer raus, neues Ereignis planen und dann nach drei Klicks ist es sofort fertig. Das heißt, wenn jetzt um 19 Uhr der Livestream startet, dann mache ich erst um 18:59 Uhr irgendwie die Einrichtung und schon geht's los, ja. Ich habe das Fach Französisch und ich finde keine Motivation, zu lernen. Was kann ich dazu tun? Naja, wenn du halt keinen Bock hast, Französisch zu lernen, dann wähl das doch ab. Kannst du nicht irgendeine andere Sprache lernen, oder wird da jetzt nur konkret Französisch angeboten? Das ist eigentlich sehr, sehr unnormal für Schulen. Meistens gibt es ja unterschiedliche Sprachen, die man wählen kann. Naja, wenn du keine Motivation hast zu lernen, dann mach es, dass du irgendein Hobby, was du hast, ja, angenommen zum Beispiel, du hörst gerne Rap. Deutschrap oder amerikanischen Rap oder so, dann fang mal an, dich so bei französischem Rap zu orientieren. Guck zum Beispiel den Film La Haine mit Vincent Cassel erstmal auf Deutsch, ja, einer der besten Filme überhaupt, und dann guck ihn dir auf Französisch an mit deutschen Untertiteln und guck, also jetzt nur, falls dich Rap und so weiter interessiert und Straßengangs und so weiter, ja. Wenn dich irgendwas anderes interessiert, was gibt's denn noch irgendwie? Vielleicht bist du ein Filmliebhaber,
Ja, vielleicht magst du Filme, Spielfilme und so weiter. Guck dir mal geile französische Filme und Regisseure an, wie zum Beispiel Luc Besson und Jean Reno und so weiter. Und dann guck dir deren Filme an, auf Französisch mit deutschen Untertiteln, ja, oder auf Deutsch mit französischen Untertiteln. Und dann lernst du sozusagen, obwohl du keinen Bock auf Französisch hast, hast du aber trotzdem so einen indirekten Zugang zu der Materie, weil du halt einfach geile Filme gucken willst. Und dann lernst du vielleicht ein bisschen mehr Französisch für die Schule, obwohl du eigentlich nicht so Bock hast, ja. Hey Kolja, du investierst ja auch passiv, wie es Komma schreibt und verweist auch auf sein Buch. Wie vereinst du das aktive Investieren mit seinen Ansichten? Er sieht das kritisch. Ja, richtig, macht er. Und ich habe auch den Großteil von dem Geld, was ich investiere, immer in passiven Anlagen. Das heißt, ich beschäftige mich nicht damit groß. Meine Vermögensstrategie, was Aktien und so weiter betrifft, ist nicht die, dass ich clever hin und her trade und dadurch irgendwie reich werde, sondern dass ich einfach in den nächsten weiteren Jahren, ja, also im Prinzip, seit ich ja angefangen habe mit 24, immer mehr Aktien zu kaufen und relativ selten zu verkaufen. Ja, und jetzt bin ich fast 30 und ich kaufe und kaufe und kaufe und investiere, aber ich verkaufe nur sehr, 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 sehr selten. Ja, und mein Ziel, meine Strategie ist, bis ich ungefähr so 40 oder vielleicht sogar noch 45 bin, einfach immer nur mehr und mehr und mehr Vermögen zu investieren, aufzubauen in Aktien, dass ich immer mehr besitze und immer mehr Einkommen dadurch generiere. Ja, und das kann ich halt nur bedingt, wenn ich nur passiv investiere. Und deswegen investiere ich auch in Einzelaktien, in solide Einzelaktien. General Electric habe ich neulich gekauft zum Beispiel, wo einfach auch eine Dividende bezahlt wird, wo ich einfach die Dividende dann wieder einsetzen kann und wieder neu investieren kann und so weiter. Und deswegen, ich mache einfach beides. Ja, also den Großteil mache ich passiv, weil ich mich ja nicht den ganzen Tag mit Aktien und meinem Portfolio beschäftige. Den Großteil investiere ich passiv in diese ganzen ETFs und so weiter, in das Weltportfolio. Aber ein bisschen mache ich auch auf jeden Fall in Einzelaktien. Ja. Also Stockpicking und so weiter. Aber ich mache halt wenig Market Timing. Ja. Welche Aktie ist deiner Meinung nach aktuell die risikoärmste zum langfristig investieren? Also Aktien sind, was jetzt die klassische Definition von Risiko betrifft, auf jeden Fall nicht die risikoärmste Geldanlage an sich. Das solltest du dir immer berücksichtigen. Wenn du aber, das ist einer der wichtigsten Punkte, den viele nicht verstehen. Wodurch wird bei Aktien am allermeisten das Risiko minimiert? Durch zwei Faktoren. Erstens durch Diversifikation. Ja, das heißt, wenn du jetzt ganz sicher investieren willst, dann ist es alleine schon unsicher, in nur eine Aktie zu investieren. Das ist per se schon viel unsicherer, als wenn du zum Beispiel in den ganzen DAX investierst. Dann hast du 30 Aktien. Ja, das heißt, ich würde, wenn du jetzt nur ein Investment machen willst, würde ich den MSCI World kaufen. Also einen ETF, der auf den MSCI World abbildet. Ja. Und der zweite Punkt, womit du Risiko drastisch reduzierst, ist deine Haltedauer. Ja. Weil Aktien, die gehen immer mal wieder runter, dann gehen sie wieder hoch, dann gehen sie wieder runter. Das heißt, Aktien sind eine Anlage, die generell, wie man sagt, volatil ist. Und langfristig gesehen geht es immer ein Stück nach oben, ja, und deswegen ist es so, dass je länger du die hältst, desto risikoärmer wird es für dich auf Dauer, ja. Das heißt, generell sind Aktien, also von den reinen Wahrscheinlichkeiten her, viel risikoärmer, wenn du sie 10 oder 15 oder 20 Jahre hältst, als wenn du sie nur ein oder zwei Monate hältst. Das sind eigentlich die zwei Faktoren, die du hier berücksichtigen solltest. Könntest du von deinen Investitionen in Aktien leben, fragt Günther Schwarz.
Aktuell ganz klar nein. könnte ich nicht. Also jetzt, weil ich, wie gesagt, auch nicht so viele, so viel Kapital in Dividendenaktien habe, um sozusagen von Aktien zu leben, müsste man ja sozusagen Dividenden bekommen oder halt ständig verkaufen, was ich aber nicht tue. Das ist, wie gesagt, nicht meine Strategie, um dann, wie gesagt, Geld zu haben, weil du kannst ja deine Miete zahlen oder du kannst oder kannst ja nicht mit Aktien und du kannst ja auch nicht in den Laden gehen und irgendwie eine Aktie auf den Tisch legen und dann dein Brot bekommen. Das heißt, wenn ich ganz alleine leben würde, in einer kleinen Wohnung, ohne Familie, ohne schönes Penthouse und so weiter, ohne Hund, dann könnte ich auch allein von den Aktien leben. Aber dadurch, dass ich halt eine Familie habe und so weiter, kann ich nicht nur davon leben. Ja. Und deswegen deswegen bringe ich auch immer mal wieder so dieses ganze Thema Arbeit, Aktien, Ausbildung hier mit rein, ja, in den ganzen Kanal und so weiter, weil ja Anlegen und finanzielle Unabhängigkeit alleine nur mit Aktien zu erreichen, ziemlich lange dauert. Und ich bin eher der Meinung, dass man auch selber Unternehmer werden sollte und dass man auch selber Wert schöpfen sollte und dass man halt einfach noch in anderen Bereichen sich weiterentwickelt und dann mehr Geld verdient und dadurch auch wieder mehr Aktien kaufen kann und so, ja. Herr Collier, ist Zero to Hero dein eurer Hauptumsatzbringer? Nein, unser Hauptumsatzbringer ist zur Strandfigur. Also sozusagen unser Coaching-Club. Also ich habe mittlerweile so viele verschiedene Einkommensquellen, dass es ganz häufig, wie gesagt, nicht einen zentralen Einkommensbringer gibt. Ja? Mittlerweile machen wir auch schon ganz gut Umsatz bei Aktien mit Kopf. Aber es ist, man kann gar nicht sagen, im Prinzip, das eine ist der eine Haupt. Es hängt immer davon ab, was man im Prinzip mehr macht. Wenn ein neues Produkt irgendwo rauskommt, ein neues E-Book oder so, dann ist in dem Monat meistens das der Hauptumsatzbringer. Aber alles in allem geht es immer noch weiter nach vorne. Und das ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Okay, Beziehung, Liebe und so weiter. Ja, das Thema Beziehung steht nicht nur für die Liebe und das, die persönliche Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern allgemein für den Beziehungsaufbau. Ja, also Connections aufbauen, sich mit anderen vernetzen und so weiter. Das steht nicht umsonst an letzter Stelle, weil meiner Meinung nach ist jetzt, also ich meine jetzt nicht die Beziehung zur Freundin oder zur Frau oder zur Partnerin oder zum Partner, das meine ich jetzt nicht, aber so dieses Beziehung aufbauen zu anderen und Connections und so weiter ist meiner Meinung nach nicht so wichtig wie Weiterbildung und harte Arbeit. Weil die guten Beziehungen, das habe ich auch schon häufiger gesagt, die guten Beziehungen entstehen automatisch, wenn ihr es drauf habt und wenn ihr einfach hart arbeitet, wenn ihr Visionen habt, wenn ihr einfach euch viel weiterbildet, dann wollen automatisch andere Leute mit euch Beziehungen eingehen und gute Connections zu euch haben und so. Das heißt, Connections sind meiner Meinung nach erheblich überschätzt, ja. Aber das Wochenende bietet auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um zum Beispiel Leute einfach anzuschreiben, ja. Sucht euch, mittlerweile hat jeder irgendeine Facebook-Seite, schreibt die Leute an, schreibt sie ruhig mehrmals an, ja, und versucht einfach Kontakte aufzubauen, versucht euch mit Gleichgesinnten zu vereinen, zu verbinden, dass ihr einfach Synergien erschafft und das macht euch schon das Ganze natürlich erheblich viel einfacher, als wenn ihr alles alleine machen müsst, ja. Aber, wie gesagt, die guten Connections, die nützen euch immer nur dann was, wenn ihr auch selbst es umsetzt und was drauf habt. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2011, so Ende 2010, Anfang 2011, die Möglichkeit gehabt, mit zwei Leuten, die sehr viel Ahnung hatten vom Internetgeschäft und so weiter, zusammenzuarbeiten, weil die in dem Fitnessbereich sozusagen eine gute Möglichkeit gesehen haben, Geld zu verdienen auch und etwas zu erschaffen und so. Und ich habe sozusagen das Ganze ausgenutzt, indem ich einfach richtig hart gearbeitet habe und denen gezeigt habe, dass es wert ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, das heißt, ich habe zwar das Glück gehabt, an die beiden ranzukommen, die Connections zu nutzen, aber nur, weil ich selbst mich immer weitergebildet habe und selbst sehr viel gearbeitet habe. Ja, und jetzt nach 3 Jahren oder nach 2011, 2012, 2013, 2014, in den letzten 4 Jahren habe ich so viel gelernt, über Internet, über Unternehmertum, dass ich jetzt
meine Projekte alleine machen kann. Ja, oder mit anderen Leuten zusammen und anderen Leuten was beibringen kann. Und ich bin nicht mehr auf zwei andere Leute sozusagen angewiesen. Das heißt, das ist sozusagen der Vorteil, wenn man sich immer weiterbildet und mehr arbeitet. Ja, es entstehen daraus zwar gute Beziehungen, aber du bist nicht auf andere gute Beziehungen angewiesen. Ja, okay. So, Joey, sollte man sein Unternehmen zunächst in Form einer Limited gründen, wie Günter Faltin es in seinem Buch empfiehlt? Naja, in Deutschland gibt es ja keine Limited, oder? Wenn ich mich nicht irre. In Deutschland gibt es entweder den Freiberuflerstatus, wenn du anfängst, oder es gibt, warum offline? Oder es gibt eine UG, ja, oder es gibt eine GmbH, oder es gibt eine AG, ja. Meiner Meinung nach ist diese Unternehmensform, die du irgendwann annimmst oder die du machen solltest, am Anfang noch nicht so wichtig. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist es am Anfang wichtig, einen Kunden zu finden. Ja, eine Dienstleistung oder ein Produkt oder irgendwas zu finden und jemand, der dafür real Geld ausgibt. Geld von seiner Tasche in deiner Tasche. Ja, das ist das Allerwichtigste am Anfang. Sozusagen, man sagt Proof of Concept. Guckt euch mal die Serie Shark Tank an und so, da habt ihr das beste Beispiel. Die Investoren, wonach gucken die? Die gucken, macht der Typ, seine Idee kann noch so toll sein, macht der Typ damit Geld, ja? Gibt es echte Kunden, echte Menschen, denen er einen Wert stiftet, die davon etwas haben und die dann Geld dagegen eintauschen? Das ist das Allerwichtigste am Anfang als Unternehmer. Und dann könnt ihr dann habt ihr immer noch genug Zeit, danach eure UG zu machen und danach, ihr solltet natürlich nicht zu lange warten, weil sonst kommen die Kollegen vom Finanzamt und werden irgendwann unruhig, aber dann habt ihr immer noch genug Zeit, um alles zu erledigen, das ist kein Problem. Und ich persönlich, ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, was am besten ist am Anfang, welche Unternehmensform, weil ich bisher immer nur Freiberufler war und ich mache jetzt erst dieses Jahr, mache ich meine eigene Limited, hier aber in Spanien, ja, hier auf Mallorca, weil ich rausgefunden habe, dass es hier auf Mallorca, wenn ich mich hier sozusagen anmelde als Wohnsitz und so weiter, auch mit dem ganzen Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter, dass es hier für mich auf Spanien zum Beispiel viel besser ist, eine GmbH zu machen als in Deutschland. In Deutschland zum Beispiel brauchst du für eine GmbH 25.000 Euro Startkapital, also Stammkapital eingebracht. Hier brauchst du nur 3.000, ja. Und das ist natürlich ein Grund, warum ich das auf jeden Fall natürlich hier machen werde, ja. Aber was die einzelnen Unternehmensformen angeht und die Vor- und Nachteile, der große Vorteil überhaupt ein richtiges Unternehmen zu haben, ist ganz klar einfach der, dass du halt eben rechtlich viel besser abschneidest, ja. Das sagt ja auch schon der Name, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ja. Wenn du halt einfach kein wirkliches Unternehmen hast, sondern nur Freiberufler bist, dann haftest du halt im Zweifel zwar immer mit deinem Privatvermögen und das ist immer scheiße, ja. Joey, was ist hier Joey? Welches Handy hast du? Legst du immer viel Wert auf dein Handy? Musst du immer das Neueste haben? Ich habe hier das Samsung S3 Mini. Leicht kaputt, wie man sieht, vom letzten Sturz immer noch. Funktioniert aber noch einwandfrei und deswegen nehme ich das immer noch. Ja? Also solche Sachen wie zum Beispiel Handy ist für mich ein reiner Gebrauchsgegenstand. Ich habe da null emotionalen Wert mit. Ich habe mir dieses Handy deswegen geholt, einfach damit ich sozusagen, Vorsicht, da ist gerade jemand wach geworden. Hey, Luke, du könntest dich auch mal ein bisschen weiterbilden am Wochenende, ja, und nicht immer nur chillen, ja. Ich habe mir das Handy gekauft deswegen, damit ich auch, wenn ich unterwegs bin, irgendwo am Flughafen oder so, damit ich auch skypen kann und so weiter, Internetzugang habe. Das war der Hauptgrund. Aber ansonsten habe ich mit meinem Handy irgendwie keine innere Bindung oder so, ja. Wie kann ich mich besser auf ein Business, eine Idee konzentrieren, wenn ich allgemein eher viel interessiert bin und immer verschiedene Sachen parallel mache? Indem du einen Rahmen findest, der für dich Sinn macht, wie du das Ganze einteilst. Ich persönlich, ich bin genauso wie du.
Ich tanze immer auf 50 Hochzeiten gleichzeitig. Ich lese immer 2, 3 Bücher parallel. Ich habe, wie gesagt, ja auch ganz viel. Ich arbeite sogar in unterschiedlichen Branchen. Ja, jeder Marketing-Experte würde mir sofort eine 6 geben, weil er sagt, was, du kannst doch nicht Fitness-Experte sein und jetzt auch noch irgendwie anfangen mit Aktien und so weiter. Aber ich muss es halt. Es macht einfach so viel Spaß und es interessiert mich so sehr. Wie ich das für mich zum Beispiel einteile, ist meistens, abgesehen von heute, meistens mache ich es tageweise. Das heißt, ich sage mir zum Beispiel, okay, montags kümmere ich mich nur um ein Projekt und mache nur eins, ja, und arbeite ganz viel an einem Ding, optimiere da mit der Freundin zusammen die Webseite oder knüpfe neue Kontakte und konzentriere mich auf eins und dann gehe ich irgendwann schlafen und dann oder noch trainieren vorher, was auch immer, und dann am nächsten Tag konzentrierst du dich aufs andere Projekt, ja. Das klappt, sage ich mal, zu 90% immer. Das heißt, man muss natürlich auch manchmal irgendwie dann noch übergreifend in einen anderen Bereich was machen. Aber du musst halt irgend so einen Rahmen finden, dass du dich nicht verrennst und nicht sozusagen alles gleichzeitig machst, weil das ist äußerst unproduktiv. Ja. Wie bewertest du den hohen DAX? Ja, der DAX, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht am Freitag reingeguckt, was passiert ist, aber wenn nichts Größeres passiert ist, müsste es immer noch der absolute Höchststand sein seit Anbeginn der Anbeginn der Zeitrechnung. Seit Cäsar in Gallien einmarschiert ist sozusagen. Wie beurteile ich das? Im Prinzip gar nicht groß weiter. Also ich investiere trotzdem weiter, weil wenn du dir zum Beispiel jetzt mal den DAX und die Höchststände in der Vergangenheit anschaust, ja, dann gab es genau wie bei den Höchstständen, die es damals gab, Leute, genau wie jetzt, die diese Frage stellen, oh, jetzt ist der DAX ja so ein Höchststand, kann ich jetzt Aktien kaufen? Oh, ich weiß nicht, es ist ja so hoch schon bewertet und so weiter, ich glaube, ich warte lieber und so, ne? Ja, und jetzt, der Höchststand von heute ist viel höher als der Höchststand von den letzten Malen. Das heißt, hättest du beim Höchststand von damals irgendwann gekauft, hättest du trotzdem jetzt noch ein besseres Portfolio. Natürlich wäre es viel besser gewesen, hättest du jetzt beim absoluten Tiefstand gekauft. Ja? So wie ich beispielsweise 2009, ich bin genau eingestiegen, wo alles im Keller war. Ich glaube, DAX bei 3.500 oder so. Ja? Aber das war reiner Zufall und Glück. Und das ist einer der häufigsten psychologischen Fehler, dass man jetzt die meisten Leute gucken sich den Chart an, den Aktienchart, und im Nachhinein sieht alles immer ganz klar aus und ganz eindeutig. Ja, klar, ich hätte natürlich genau da und da gekauft und dann wäre ich jetzt, aber das ist alles sozusagen Vergangenheitsmusik. Das spielt heute an diesem Punkt alles keine Rolle mehr, weil das, was in den nächsten Tagen passiert, ja, das weiß keiner. Und deswegen ist meine Einstellung, also ich werde jetzt natürlich nicht all in gehen beim absoluten Höchststand, ja, weil aus reiner Wahrscheinlichkeit werden die Renditen, Entschuldigung, in den nächsten Jahren wieder näher am Durchschnitt liegen und der wird statistisch gesehen einfach wieder ein bisschen niedriger liegen, aber ich werde trotzdem weiter investieren. Ja, das ist meine Meinung zum DAX, ja. Ja. Liebe, Sex, Partner, Familie. Ja, dafür ist das Wochenende natürlich auch da, aber das ist ja genau das Gute. Also, das ist ja das Schöne auch an Unabhängigkeit und so. Also, während der Woche kann ich genauso mit meiner Familie coole Sachen machen mittlerweile. Ja, das heißt, also wir waren neulich im Aquarium, mehrere Stunden hier auf Palma, eines der schönsten Aquarien. Wenn ihr mal auf Malle zu Besuch seid, geht nicht nur an Ballermann und sauft euch Jürgen voll, geht mal ins Aquarium, wirklich schön. Ja, und ansonsten, da, also was das Thema Liebe, Sex, Partner, Familie angeht, das muss irgendwie so jeder für sich selbst rausfinden, meiner Meinung nach. Natürlich ist es nicht, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt rein ökonomisch das Thema finanzielle Unabhängigkeit betrachtest, ist es ganz klar natürlich nicht optimal, in der Zeit schon eine Familie zu haben. Aber ich mache da wirklich ganz klar eine Trennung in diesem Punkt mittlerweile und sage, nun gut, das ist mir aber viel wichtiger, ja, weil, also wenn ich jetzt zurückblicke, ich hätte vielleicht schon viel früher dann angefangen, also ich hätte schon viel früher das Ganze erreicht und unabhängig gern und ich wäre jetzt auch viel unabhängiger, aber ich will trotzdem das nicht
vermissen. Ja, also ich will trotzdem, ich würde es niemals eintauschen, keine Summe sozusagen gegen die Beziehung oder gegen den Sohn eintauschen. Das heißt, das ist sehr schwer zu vergleichen, weil sozusagen das eine ja einfach sehr emotional ist und diesen Lebensstil betrifft und das andere betrifft im Prinzip die Ökonomie und dein Gehalt und so weiter, ja. Aber generell, ich will auch noch mehr Kinder kriegen, ja, also ich finde Kinder einfach das Geilste überhaupt, ja. Der nervt zwar ab und zu tierisch und es geht einem ab und zu tierisch auf den Sack, aber meiner Meinung nach ist es nichts Cooleres, als wenn man auch den Kindern was beibringen kann, diese ganzen Sachen, weil dann hat man auch das Gefühl, dass man sozusagen was weitergeben kann von sich. Und das ist auch wieder eine Befriedigung. Ja? Was haltet ihr von dem Film, der gleich auf Arte läuft? Keine Ahnung, schieß mal raus. Achso, wir haben noch eine Viertelstunde. Ja, Beziehung, also ihr habt, ich wiederhole nochmal, ne? Weiterbildung, ganz klar. Arbeitet weiter, holt euch gute Bücher und lest die durch. Arbeitet mehr, als ihr müsst am Wochenende. Sucht euch noch einen Nebenjob irgendwo oder macht irgendeinen Nebenjob von zu Hause aus. Egal, was ihr für Talente habt, es gibt immer Leute, die dafür Geld ausgeben wollen. Müsst ihr natürlich erstmal mit euch selbst vereinbaren, ob ihr dafür die auch sozusagen gewinnbringend einsetzen wollt, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber egal, ob es Klavierlehrer ist, Nachhilfe, was auch immer, ihr könnt vieles heutzutage online machen. Einfach Annoncen schreiben, Initiativbewerbungen machen und so weiter und so fort. Kolja, hau mal bitte eine Geschäftsidee raus oder eine grobe Richtung. Vielleicht etwas mit YouTube. Danke. Was mir... okay, pass auf, mache ich. Ich habe zwei neue Geschäftsideen, die ich leider nicht verraten kann, weil die werden jetzt diesen und nächsten Monat schon aufgerollt. In anderen Projekten, da geht es richtig ab. Die kann ich ja nicht verraten. Aber eine andere Sache, die ich machen würde, die ich sehr geil finde, ist zum Beispiel das Thema Stockfotografie. Ja, das ist eine gute Geschäftsidee, die du machen kannst. Und zwar kannst du bei YouTube dich positionieren, wenn du Fotos machen kannst oder wenn du dich da einarbeiten willst. Und das ist eine Idee, die mir neulich einfach kam, dass du Bilder machst, also dass du sozusagen fotografierst, richtig geile Fotos machst und dass du dann die Location, wo du das Bild gemacht hast, abfilmst, etwas dazu sagst, was das Besondere daran ist. Zum Beispiel, du gehst zu irgendeinem Strand, Ballermann oder so. Ja? Der Ballermann, wissen viele gar nicht, ist ja ein richtig geiler, schöner Strand. Da waren neulich so voll die schönen Wellen. Dann machst du richtig geile Fotos da und dann filmst du das und erzählst ein bisschen was darüber und dann lädst du es bei YouTube hoch, weil du ja was bei YouTube wolltest und dann kannst du unter das Video von YouTube kannst du Links zu deinen Fotos posten, richtig hoch aufgelöste Fotos und dann kannst du dich bei den ganzen Stock-Fotografie-Seiten anmelden, wie zum Beispiel iStock, Fotolia und so und kannst dort diese Bilder hochladen und wenn andere Leute diese Bilder sozusagen sich runterladen von dir, dann bekommst du Geld dafür, ja. Das ist eine Geschäftsidee, die man zum Beispiel mit Fotos sehr gut machen könnte. Was ich neulich so hatte als Idee, wenn ich jetzt nicht das alles gerade machen würde, was ich jetzt mache. Also wenn du, ich habe keine Zeit dafür, wenn jemand von euch es umsetzen will, haut rein, ja. Eine andere Sache bei YouTube, die ich auch gerne machen würde, weil es eine ziemlich geile Nische ist, ist hier, look, komm mal her, Katze, Katze, komm mal, geh mal hoch, Katze. Guck mal, Katze. Katze. Hier, Hunde, ja, weil zum Beispiel, du holst den Welpen, ja, ich würde es jetzt aber nicht nur machen, um es als Geschäftsidee zu machen. Das heißt, wenn du das machst, dann solltest du auch einen Welpen haben wollen, weil du einen Hund haben willst. Ja, weil ein Hund ist eine unglaubliche Verantwortung, ja. Der Hund, der begleitet mich jetzt schon seit fast 8 Jahren mittlerweile. Ist im Prinzip, ich betrachte ihn fast als meinen erstgeborenen Sohn, kann man mittlerweile sagen, ja. Aber was zum Beispiel auch eine geile YouTube-Idee ist, dass du dir so einen richtig süßen kleinen Welpen holst und dann den einfach filmst und seine ganze Entwicklung zeigst auf YouTube, ja, und Tipps gibst und dir Tipps holst, zum Beispiel unterschiedliche Hundeerziehungstaktiken, wie funktioniert die Klickmethode und so weiter. Und dann kannst du einfach ganz viele Videos machen zum Thema Hunde oder Tiere oder Katzen oder was auch immer oder Hamster und so weiter, ja.
hol dir irgendeinen coolen Hamster und bring ihm geile Tricks bei, die kein anderer Hamster kann, und schon kriegst du Millionen von Klicks auf YouTube, ja. Also das sind einfach so Sachen, die du auch bei YouTube machen kannst. Wirst du auch mal investieren in Immobilien, fragt Azerox. Ja, mache ich schon, allerdings in Immobilienfonds. Das heißt, ich investiere nicht in Einzelimmobilien oder Mietshäuser bisher. Ich gehe jetzt gerade den Mitgliederbereich von Gerald Hörhahn durch, auch um ihm Feedback zu geben, was die Videos betrifft. Und ich will mich da so ein bisschen einarbeiten und einfach auch von ihm lernen. Ja, dazu erfahrt ihr dann ab nächsten Donnerstag mehr. Dann geht das Ganze los. Wird echt richtig geil. Dann kommen die ganzen Videos zum Thema Immobilien online. Und sein Mitgliederbereich startet auch. Und das ist auch eine Sache, die ich wärmstens empfehlen kann, weil er wirklich jemand ist, der einfach hart arbeitet, der viel Content gibt, und das Ganze wird einen richtig geilen Preis haben. Und deswegen werde ich das Ganze auch weiterempfehlen. Aber bisher habe ich noch nicht in Immobilien investiert. Nee. Wie teilst du dir deinen Tag ein, um möglichst produktiv zu sein? Weiterbildung, Investitionen, beziehungsweise Business etc. Vielen Dank. Ich mache mir 5 Punkte, mein Heft ist gerade unten irgendwo. Ich schreibe mir ungefähr 4 bis 5 Punkte auf, die ich unbedingt erreichen will. Ja, und meistens erreiche ich sie nicht. Das heißt, ich schreibe mir meistens einfach viel zu viel auf. Aber ich erreiche dann ungefähr so 60-70% von dem, was ich erreichen wollte. Und das reicht meistens, um voranzukommen. Und zwischendurch ist immer genug Zeit, um noch mir für andere Dinge Zeit zu nehmen und so weiter. Dann haben wir das Ganze auch so eingeteilt, haltet mich für irgendwie, ja, komisch oder so, aber so funktioniert es bei uns. Wir haben das Ganze in Tage eingeteilt, ja, weil unser Sohn jetzt erst in ein paar Monaten anfängt, in den Kindergarten zu gehen und so. Das heißt, am Donnerstag zum Beispiel habe ich den ganzen Tag den Jungen, ne, immer, das weiß ich schon, dass ich den ganzen Tag mich nur um Leon kümmere. Das heißt, ich mache dann Mittwoch, mache ich ein bisschen mehr, damit sozusagen Donnerstag ich nichts mehr machen muss und so weiter und so fort, ja. Christian fragt gerade, hey Kolja, wie kannst du auch ohne Doping erfolgreicher Sportler werden? Ja, aber natürlich selbstverständlich nicht im Spitzensport und nicht in der Weltelite. Okay, Florian Fischer sagt, ich soll mal einen Witz erzählen. Okay, pass auf, ich erzähle dich einen Witz, der Fitness und Geld und so weiter beinhaltet, also der im Prinzip gut passt, ja. Okay, 3 Millionäre treffen sich in einer Bar, ja. Und der erste Millionär sagt, boah Leute, wisst ihr was, meine Frau hat an euch Geburtstag. Oh, und ich habe hier was gekauft, ja, was von 0 auf 100 geht in nur 5 Sekunden, ja. Dann sagen die anderen Millionäre, ja, gib mal einen Tipp, was war es denn, ja, wie sieht das aus? Also, ja, es war leicht schimmrig und weiß, und dann sagt der eine, war es ein Mercedes? Sagt er, richtig, es war ein Mercedes SLS, zum Geburtstag hat sie sich gewünscht, richtig geil und so weiter. Und dann sagt der andere Millionär, der zweite so, das ist ja noch gar nichts, ja. Also ich habe neulich meiner Frau zum Geburtstag etwas Rotes geschenkt, ja, was von 0 auf 100 in nur 3,5 Sekunden geht, ja. Und dann sagen die anderen, what the fuck, 0 auf 100 in nur 3,5 Sekunden, das muss ein Ferrari sein. Und sagt er, ja, es war ein Ferrari, sie hat sich sehr gefreut und so. Und sagt der letzte Millionär, naja, Leute, ich will jetzt hier nicht so krass angeben, ne? Aber ich habe meiner Frau neulich was geschenkt, was von 0 auf 100 in nur einer einzigen Sekunde geht. Ne? Sagen die anderen beiden Millionäre, unmöglich. Das ist einfach absolut unmöglich. Es gibt auf der Welt kein Auto, was von 0 auf 100 in einer Sekunde geht. Dann sagt der, wieso Auto? Ich habe ihr eine Waage geschenkt. Das war der Witz. Okay. Ich guck, ob es noch irgendwas gibt. Oh, zur Strandfigur verliert 5 Abos. Wieso?
Das ist auch eine Sache, Leute, ne? Ganz wichtig. Ihr dürft euch nie zu sehr verstellen. Und nie zu sehr, das ist jetzt der Abschluss für den heutigen Livestream, ich hoffe, es war was für euch dabei. Ihr dürft euch nicht zu sehr verstellen, ihr dürft euch nicht irgendwie zu sehr anpassen an andere Leute. Das heißt, es ist auch so eine Sache, neulich habe ich dieses Ochsenriegel-Gewinnspiel gemacht auf einem anderen Kanal und an dem einen Tag haben allein irgendwie, ich glaube, 270 Leute den Kanal deabonniert oder so, ja. Und so what? So what? Das heißt, nur weil jetzt irgendwie ein paar Abonnenten bei irgendwas weggehen oder so, weil ich mal irgendwo meine Meinung zu etwas sage, die kontrovers ist, oder weil ich mal ein Bier trinke, dann ist das halt so. Pech. Aber wenn ihr irgendwie euer ganzes Leben nur nach der Pfeife von anderen lebt, dann seid ihr erstens selber sehr unglücklich und dann werdet ihr auch nicht unbedingt so erfolgreich, wenn ihr sozusagen immer allen alles recht machen wollt, ja. Das heißt, auch wenn jetzt Leute hier auf dem Kanal irgendwie sauer sind, weil es jetzt heute nicht nur um Aktien ging, sondern weil ich auch mal einen Witz erzählt habe oder weil ich auch mal ein bisschen emotional geworden bin, dann ist das einfach so. Meine Augsmoney-Erfahrungen habe ich doch neulich in einem Video wiedergegeben. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen, weil ich bisher keinen einzigen Kreditausfall hatte, aber ich habe auch noch nicht genug Daten, um das Ganze wirklich gut auszuwerten. Augsmoney, Augsmoney, schreibt Thilo, ja. Es wird zu Augsmoney im März, April ein umfassendes Fazit geben. Dann habe ich nämlich mehr Daten gesammelt und ich habe jetzt auch letzte Woche wieder ein bisschen mehr Geld dort investiert. Werde jetzt auch diesen ganzen Portfolio-Kram und so weiter testen. Und ich bin noch in Kontakt mit einem, der auch noch andere Plattformen getestet hat, denn es gibt ja nicht nur Augsmoney, ja. Ich dachte, ich, so dumm wie ich bin, habe ich nur Augsmoney im Sinn gehabt. Es gibt auch andere Plattformen, Lendigo und so weiter, die auch ihre Vorteile haben. Und deswegen werde ich mit meinem Kumpel zusammen da, ich weiß nicht, ob wir ein Kindle darüber schreiben, ein Buch schreiben oder so, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall ein paar Videos dazu machen und auch noch ein paar andere Sachen vorstellen, die man machen kann. Und dann, ja, aber das hat jetzt erstmal noch nicht so Priorität. Jetzt geht es ab morgen los mit dem Thema Immobilien. Ja, und zwar wird als erstes mein umfassenderes Fazit kommen zum Thema Kaufen oder Mieten. Zu dem Buch von Gerd Kommer, da gibt es ja auch hinten eine CD noch drin und so weiter. Da habe ich allerdings noch nicht die Genehmigung für, um zu zeigen, was auf der CD drauf ist. Deswegen werde ich nur eine Rezension zum Buch machen. Und dann geht es ja um Immobilien diesen Monat. Und dann sehen wir mal weiter. Ja. Okay, ja, Livestream vorbei, ab zum Sport. Das ist eine gute Idee. Ich überlege auch noch gerade, ob ich jetzt noch schnell zum McFit Centro fahre und noch ein bisschen die Beine trainiere. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Macht's gut, Leute. Behaltet immer das im Kopf, wenn es ums Wochenende geht. Und der größte Vorteil ist, ihr müsst dann nie wieder euch Montag motivieren, um zur Arbeit zu gehen oder zur Ausbildung oder zum Studium, weil es euch einfach Spaß macht. Ja? Also springt mit ins Boot, springt mit auf den Dampfer mit mir, es würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr einfach diese Reise selbst durchmacht und werdet sehen, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen, dass ihr ein hohes Maß an Glücksgefühl empfinden werdet, wenn ihr Ziele erreicht, wenn ihr hart an euren Träumen und an euren Visionen arbeitet und wenn ihr sie natürlich mit mir teilen wollt, eure Erfolge, dann freue ich mich natürlich umso mehr, denn wenn der Kanal sozusagen anderen Leuten weiterhilft, dann freut es mich extrem. Und selbst wenn Tobias den Witz einfach nur lustig fand, dann ist auch schon was ist auch schon was erreicht. Okay, Leute, ab morgen wieder rein rational, ohne Bier und so weiter. Ne? Heute war eine Ausnahme, weil Sonntag ist. Ab morgen geht es wieder rational und langfristig ums logische Denken. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Den kostenlosen Videokurs zum Thema Aktien und so weiter, den findet ihr auf aktienmitkopf.de. Dort werdet ihr immer von mir, wenn ihr euch da oben mit der E-Mail-Adresse eintragt, werdet ihr immer neue Videos bekommen und auch neue andere Sachen, die ich jetzt nicht hier hochlade, das heißt Blogbeiträge und so weiter. Immer wenn es irgendwas Interessantes zu wissen gibt zum Thema Aktien, dann werde ich euch dort informieren. Und ansonsten, ja, danke. Wir sehen uns beim nächsten Video.